Ehrlich gesagt, ich habe hier teilgenommen, hauptsächlich als NGO, also halt für, mit Aktivistinnen, mit Kollegen aus Russland vor allem. Und für uns ist eigentlich viel interessanter, was auf der NGO-Seite passiert, als was die NGOs untereinander ausmachen. Und wir haben gar nicht sehr viel, wir haben uns jetzt eigentlich gar nicht besonders mit der Regierungsangelegenheit hier beschäftigt. Ich bin heute das letzte Mal da, es ist heute der letzte Tag. Das heißt, ich schaue mal an, was heute hier passiert. Anfangs, also in der ersten Woche haben wir sehr viel gehört, dass es dieses Jahr noch schwieriger war als sonst für Teilnehmer aus der Zivilgesellschaft mit den Delegierten hier in Kontakt zu treten. Und es ist jedes Jahr schwieriger, es wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Also die eigentliche Rolle, die wir hier haben, dass wir mit ihnen beraten sollen und auf sie Einfluss nehmen sollen, das ist mittlerweile fast nicht mehr möglich. Leider. Haben Sie denn Hoffnung, dass die Peking-Plattform in den nächsten 10 Jahren realisiert wird? Das ist eine viel zu schwere Frage. Ich denke, das kommt ganz drauf an, wo, in welchen Ländern. Wir haben unter anderem das Problem, wenn es irgendwann einen bewaffneten Konflikt gibt, dann wird die Entwicklung dort wieder um viele Jahre zurückgeworfen. Ich denke, es gibt nach wie vor extrem schwere Probleme, was Frauenrechte insgesamt angeht. Und wir haben auch jetzt gesehen dieses Jahr, dass wieder einige Staaten, also zum Beispiel eben Russland, Bangladesch, der Vatikan, ganz stark gegen die Rolle von unabhängigen Frauenorganisationen aufgetreten sind. Das hilft natürlich nicht. Eines ist ganz klar, die Peking-Plattform wird dort umgesetzt werden, wo es eine starke Frauenbewegung gibt.